Ja, hallo, so ein kleines Update wollte ich heute mal bringen hier vom 856. Hab mir so ein bisschen hier die B-Säulenverkleidung überarbeitet. Ist nicht so 100% geworden, aber alles mal besser wie vorher. Das ist ja leider nun mal eine Krankheit, dass die Dinger weggammeln. Wenn die Dachluke oder so undicht ist, für eine Dachluke, da habe ich jetzt auch so ein bisschen Nadelfilz drunter gemacht. Eine neue Dichtung müsste eigentlich auch die Tage kommen. Da mache ich auch noch mal ein Video drüber. Ja, der Himmel mit diesem ollen blauen Laken. Da weiß ich auch noch nicht so genau, was ich da machen werde. Ob ich das auch mit diesem Nadelfilz beziehe oder irgendwie einen anderen. Oder mal irgendwie, weiß ich nicht, einfärbe. Keine Ahnung. Das wird sich dann noch zeigen. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus, wie die Fetzen, die ja vorher dran hingen. Da haben wir die andere Seite. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich auch hier diese schöne Fahrradlampe, werde ich mir wahrscheinlich hier so irgendwie hinhängen. Und dann habe ich hier zumindest ein bisschen Licht drin, weil das nervt mich so schon ein bisschen die letzte Zeit, dass man hier so gar kein Licht drin hat in der Hütte. Und ja, denke mal, das wird eine ganz gute Sache sein. Da brauche ich nicht extra wieder ein Kabel hier hochschmeißen. Wäre jetzt auch nicht der Aufwand gewesen, aber das fiel mir neulich so ein, wie ich die Lampe so in der Hand hatte. Hatte ich noch in der Tasche und dann dachte ich, ja, die könntest du auch da so festmachen mit. Hast du gleich eine passende Leuchte hier drin. Ja, das denke ich mal, wäre eine ganz gute Idee. Ich habe jetzt auch hier unten, weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt auf Instagram, ist jetzt wieder ein bisschen dreckig geworden, habe ich hier ja auch diesen Nadelfilz drinne. Und noch eine super tolle Filz-Fußmatte oder Velour-Fußmatte. Ist natürlich nicht so ganz gewollt gewesen. Ich wollte eigentlich eine Gummifußmatte. Habe mich aber leider für bestellt bei eBay. Und egal, wollte jetzt auch nicht zurückschicken. Sieht auch schick aus, dann lege ich halt noch zusätzlich Pappfußmatten rein, dass der Teppich sauber bleibt. Ja, wie hat mit dem Filz-Fußboden und die Verkleidung hier, die ich hier so gemacht habe. Wie gesagt, ist nicht so 100% original und nicht so perfekt und nicht so, wie man das jetzt vom Polsterer hätte machen lassen oder vom Sattler, aber selbst gemacht und besser als vorher sieht es allemal aus. Und ich finde, es hat auch immer ein bisschen Charme, wenn man es selbst macht. Wenn ihr mal so tolle selbstgebaute Sachen sehen wollt, kann ich euch auch noch hier Agrar Oberberg empfehlen mit seinem Carport. Das hat er sich da selbst gebastelt und ist auch rustikal, aber schick. Könnt ihr ja mal reingucken, der hat sich jetzt auch einen 3,53 oder so gekauft. Oder 5,53. Ich weiß nicht, irgendwie auch so einen ziemlich runtergerockten IAC, den er sich jetzt fertig machen will. Und ja, da gucke ich auch immer zwischendurch rein. Ja, beim Stefan, hier beim Da Kost immer mal wieder gern reinschauen. Das sind so die ganzen kleinen YouTuber, die man auch mal so untereinander unterstützen kann. Und ja. Haben noch zwei Lämmer gekriegt, packe ich gleich mal rein das Video und dann denke ich mal, mache ich zum Wochenende noch mal eins. Ja, wie ihr schon gesehen habt, hier tatkräftig mit ausgepackt. Das Paket vom Ack Supply. Ja, was habe ich denn bestellt? Ich habe bestellt einmal die Dichtung für die Dachluke und dann nochmal einen zweiten Gasdämpfer für ebenfalls die Dachluke. Die anderen habe ich noch in der Werkstatt liegen.
Den hat es zu Weihnachten gegeben. Und das werde ich dann die Tage mal einbauen. Da mache ich dann nochmal ein Video zu.